Vielleicht, vielleicht die Tür von dem Arzt direkt auch nochmal. Der hat quasi seinen Schlüssel da in den Schacht gelegt, wenn man so will. Probieren wir das mal. Türschloss. Ach, das geht. Ich habe das Schloss aufgebohrt. Ja, ist ja cool. Dann gehen wir da mal rein. Ein Buch. Ein medizinisches Tagebuch. Die letzten Einträge berichten von einem Matrosen, der die Hand gequetscht hatte. Außerdem wird ein Subjekt A erwähnt. Subjekt A springt auf die Behandlung nicht an. Ich werde trotzdem die Dosis erhöhen. Okay, dann haben wir hier eine offene Kiste. Da sind vermoderte Laken und Kittel drin. Kann man das mitnehmen? Nein. Dann haben wir hier blutige Verbandszeichen. Zahlreiche alte, verkrustete Verbände liegen herum. Hat dieser Doktor versucht, den Menschen zu helfen oder ihnen zu schaden? Verehrter Dr. Juarez, nochmals möchte ich mich für Ihre Hilfe bedanken. Boy geht es schon besser. Natürlich hoffe ich, dass es nicht zu weiteren Zwischenfällen kommt. Und Volkert hat hoffentlich seine Lektion gelernt. Aber sicherheitshalber habe ich unseren Morphiumvorrat in dem Raum neben der Messe eingelagert, damit wir im Ernstfall schnellen Zugriff darauf haben. Captain Marquez. Also, wir finden anscheinend sehr viel Morphium. Sie ist beschriftet. Äther von Kindern fernhalten. Die Flasche ist offen. Das Gas hat sich längst verflüchtigt. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Nee, bis jetzt nicht. Ist ja doof. Schubladen, Bett, Bibel. Eine Bibel? Sie ist aufgeschlagen und eine Stelle angestrichen. Wähnet nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Der Bettwärmer sieht wie ein kleiner Ofen aus. Stimmt. Tja. Emailleschüssel. In diese alte Emailleschüssel tropft ab und zu Wasser. Man kann das rostende Metall an zahlreichen Stellen sehen, an denen die Emailleschicht abgesprungen ist. Lex könnte sich hier reinlegen, aber der Sturkopf sitzt lieber. Naja, oder wie man das auch nennen will, wenn er da so rumhängt. Bilder von menschlichen Organen. Davon kann ich sicher etwas gebrauchen. Ja, bestimmt. Gucken wir mal, ob man die öffnen kann. Da ist ein Verband, eine Nadel und ein dünner Faden in der Tasche. Okay. Der Spiegel ist zersprungen, aber noch hält das Glas zusammen. Haben wir hier sonst noch eine Schranktür? Nichts drin. Ist ja toll. Auch nicht. Da sind noch Schubladen. Aus Leder kann man viele Dinge herstellen. Ein Ledergürtel. Na, dann ersparen wir uns vielleicht dieses Zerschneiden von dem Leder. Ist ja auch nicht schlecht. Was haben wir da? Du stehst da leider voll vor. Eine Passage aus Moby Dick. Viele Stunden lag ich wach und fühlte mich übel. Sogar schlechter noch als während der schlimmen Geschehnisse, die mich später ereilen sollten. Schließlich fiel ich wohl in einen unruhigen Schlaf, einen Albtraum. Als ich daraus erwachte, noch halb im Trauma, öffnete ich meine Augen und der vormals sonnendurchflutete Raum war von gänzlicher Dunkelheit ergriffen. Ist ein Ding. Gut. Bild eines Skeletts. Ein anatomisch korrektes Abbild eines Skeletts. Tja, war ja auch ein Arzt, der hier gewohnt hat. Ist jetzt nicht so merkwürdig oder so. Ich finde das doof, dass hier in den Schränken nichts drin ist. Und die wieder zu. Dann sieht man auch nichts. Ne, ist ja doof. Gut, zersprungener Spiegel. Kann man hier noch irgendwas? Ich guck mal direkt so. Schublade, Schublade, Schranktür, Schranktür, das. Nein, hier ist sonst nichts. Gut, aber jetzt können wir den Lex schon mal verarzten. Das ist ja schon mal eine Hilfe.
Vielleicht kommt er dann ja mit und dann ändert sich auch schon mal ein bisschen was. Lex? Er ist weg! Lex! Was machst du da hinten? Solltest du nicht besser liegen? Mir ist das hier alles nicht geheuer. Also wollte ich das Logbuch lesen. Aber ich war nicht besonders erfolgreich. Was meinst du damit? Ich glaube, der letzte Eintrag war vor ein paar Wochen. Aber ich bin nicht sicher, denn das Deckblatt mit der Jahreszahl fehlt. Und außerdem verschwimmt alles vor meinen Augen. Als würde sich das Buch weigern, von mir gelesen zu werden. Ja, gruselig. Jetzt hör aber auf. Dein Verstand spielt dir Streiche. Der hintere Teil ist zudem in Portugiesisch geschrieben. Aber ich sehe kaum noch was und in meinem Kopf hämmert es wie die Hölle. Ich denke, ich brauche ein Schmerzmittel. Und dann kann ich uns helfen und versuchen, den hinteren Teil zu lesen. Oh. Aber... Und? Hast du schon was gefunden? Ich habe auch noch einen Verband gefunden. Na bitte. Damit kann ich die Verletzung richtig behandeln. Ich muss mich eine Weile ausruhen. Ich fühle mich nicht gut. Ziemlich schwach. Vielleicht war es ein Fehler von uns, hier an Bord zu gehen. Du hast 20 Liter Blut verloren. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl auf diesem Schiff. Als würde es uns nicht hier haben wollen. Warte. Ich habe noch etwas für dich. Aha. Das ist meine Tasche. Woher? Du hast sie gestohlen? Sie ist mir in die Hand gefallen, als wir im Wasser waren. Ja. Es tut mir leid. Jetzt kann ich entweder... Boah, du bist so ein Arsch! Oder ich kann hier... Ach, ist doch nicht so schlimm. Ach, schön, dass es dir gut geht. Ne, ich bin jetzt einfach mal das sauer. Das sollte es auch. Du bist ein verdammter Halunke. Ich hätte jetzt wirklich gern eine gute Entschuldigung parat. Ich muss passen. So, ich sollte dich hier verrecken lassen. Lest doch dein scheiß Buch, ist mir doch egal. So, meine Handtasche. Gucken wir mal, was da drin ist. Es ist nicht viel, aber immerhin habe ich einen Teil meiner Habseligkeiten wieder. Ja, wahrscheinlich völlig durchnässt. Eine Schere, ne? Natürlich, die Dame hat eine... Ich möchte bitte mal, was die für Sachen in ihrer Handtasche hat, ja? Eine Schere? Gut. Ein Bild in einem spiegelnden Rahmen und Notizbücher. Also, ich hätte jetzt... Gut, machen wir erstmal... Das, Verbandszeug? War das nicht? Das ist weg. Achso, das habe ich ihm schon gegeben. Jetzt offensichtlich gut. Können wir mit der Schere vielleicht hier... Ich schneide das Leder zurecht. Juhu. Dann haben wir Lederbänder. Und die können wir doch bestimmt... Ich sollte die Lederbänder noch weiter verarbeiten, bevor ich sie einsetze. Noch weiter verarbeiten, ja. Die Schere ist natürlich jetzt weg. So, was haben wir hier? Das ist das einzige Bild meiner richtigen Eltern, das ich besitze. Unglaublich, wie sehr der Bilderrahmen spiegelt. Schön, so eine Skizze. Ja, so sahen deine Eltern aus. Notizen. Da sind einige Notizen von mir drin, die ich in einen Zeitungsartikel einarbeiten wollte. Gut, das hilft uns jetzt überhaupt nicht. Ja, Lederbänder. Ich könnte dir hier im Bett wärmer geben, guck mal. Manchmal möchte ich ihm die Schuhe über den Kopf ziehen. So war das nicht gedacht. Ich hatte gedacht, wir geben ihm, naja. Das frische Wasser sollte ich lieber nicht verschwenden. Ah. Ich nähe es zusammen. Genähtes Lederband. Cool. Dann können wir das vielleicht hier... Der Lederriemen kommt an anderer Stelle sicher besser zum Einsatz. Gut, nee, dann können wir das halt nicht da. Dann, ja, dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. Haha. Hier der riesen Blutfleck auf dem Boden. So, dann... Jetzt muss ich auch noch ein Schmerzmittel finden. Kann der Mann eigentlich irgendwas alleine? Ist ja ätzend. Oh, ich brauche ein Schmerzmittel. Oh, es ist unerträglich. Oh. Oh. So, genähtes Lederband. Das machen wir jetzt hier mal in die... ja, das kommt jetzt. Als Keilriemen. Genau. Das war irgendwo hier. Als Keilriemen an den komischen... An die komische Montur da unten. Und dann haben wir... War schon mal ein ganzes Stück weiter und haben ganz viel unnützes Zeug, was wir. Sieht aus wie ein Krankenzimmer. Vielleicht finde ich da drin Medizin für Lex. Ja, sieht voll aus wie ein Aber Krankenzimmer. Die Kisten versperren den Weg. Ich muss sie irgendwie entfernen. Ja, wir sind dabei, Schätzchen. Wir sind dabei. Es sieht überhaupt nicht aus wie ein Krankenzimmer. Es sieht eher gruselig aus, als ob da irgendwelche. So, dann machen wir. Wo ist denn jetzt hier die Maschine? Da ist das. Na, geht darüber. So, Walze, Übersetzung der Kransteuerung. Da machen wir jetzt hier. Der Riemen überträgt die Kraft auf die andere Walze. Ich fürchte, ich brauche noch einen zweiten Riemen. Hier. Beide Riemen sind befestigt. Ich sollte gleich ausprobieren, ob sie nun funktioniert.
Das Rad dreht sich immer nach rechts. Das konnte ich nur oben ausprobieren, ne? Aha, müssen wir wieder hochlatschen. Ist ja zum Glück hier direkt oben drüber, aber trotzdem. So, dann probieren wir das mal. Das war ja dann hier. Der Haken, mit dem das Rettungsboot am Kran hing, hat sich in einer Luke verfangen. Der Kran könnte aber sicher auch ohne den Haken noch nützlich sein. Ist ja toll. Kann man das jetzt trotzdem irgendwie... Ach, jetzt muss ich das von hier oben... Ja, ich habe es, glaube ich, schon gesehen. Da ist die Tür hier. Ach, kann ich jetzt nicht drauf zeigen, ist kein Mauszeiger da. Unten links, da wo es rot leuchtet, das ist die Tür. Und davor liegt die Ladung. Das heißt, ich muss wahrscheinlich jetzt das so drehen. Genau. Ja. Mehr würde ich da jetzt schon gar nicht mitmachen. Was haben wir denn hier noch? Kran nach rechts, Kran nach links. Nö. Machen wir das erstmal Seil runter. Ja, und jetzt müsste das, wenn ich das jetzt richtig sehe, eigentlich so hängen, dass man das an der Ladung festmachen kann. Ach, da guckt sie schon von allein. Na toll, es hängt viel zu weit oben. Der Kran ist an der richtigen Position, um die Ladung zu heben. Nur ist das Seil nicht lang genug. Das geht bestimmt nicht von alleine. Die Kette könnte mir an anderer Stelle noch hilfreich sein. Aber das war ja hier richtig, oder? Das hatten wir doch vorhin schon mal. Ah. Ja, die führt ja jetzt... Das Seil ist ja jetzt da, wo man durch diese Luke gucken kann. Glaube ich. Das wäre dann hier irgendwo. Ja, hier. Der Schacht führt nach unten in die Messe des Schiffes. Oben kann man über einer Gitterluke einen Kran erkennen. Nun ist das Seil lang genug, um den Boden zu erreichen. Wunderschön. Dann gehen wir jetzt wieder runter. Also, falls man es nicht gesehen hat, ich habe jetzt die Kette an dem Seil befestigt. Zumindest sind die Rätsel bis jetzt logisch. Auch wenn man vielleicht Einzelteile nicht sofort findet oder so. Aber es ist zumindest so, dass man sagen könnte, ja, das macht irgendwie Sinn. Perfekt. Das Seil ist jetzt lang genug. Ja, jetzt muss es natürlich noch irgendwie festmachen da, ne? Sonst ziehst du das gleich wieder hoch und dann hängt da gar nichts dran. So. Bleib doch mal stehen. Die Kette ist jetzt mit der Ladung verbunden. So kann ich die Ladung heben. Gut, aber schwenken kann ich die nicht, weil wir ja oben durch das Gitter nicht durch können. Naja gut, vielleicht reicht es, wenn ich die hochziehe. Ich hoffe, es reicht, wenn ich die hochziehe. Weil mich das irritiert, dass man den Kran auch noch nach rechts und links bewegen kann. Aber das brauche ich vielleicht an anderer Stelle später. Gut. Okay. Dann gehen wir wieder runter. Ich würde da nicht runter durchlaufen. Nie im Leben. Ich habe zu viel Angst, dass der Knoten, den ich da reingemacht habe, echt nicht hält. So, dann. Eine verzogene Tür. Boah! Oh mein Gott. Mich jetzt. Der Schrei kam aus dem Raum hinter dieser Tür. Habe ich mich jetzt erschrocken. Damit habe ich nicht gerechnet. Was ist das für ein seltsames Leuchten? Ich fühle mich so schwach.
Die Wirkung des Mittels lässt nach. Kannst du mich hören? Wo bin ich? Sprich, wenn du gefragt wirst, Kleine. Du bist auf hoher See, kein Land weit und breit. Meine Eltern, ich, wo? Du fragst als erstes nach deinen Eltern? Das ist schon fast überraschend. Wer sind sie? Wo bin ich? Ich bin Dr. Eduardo Juarez. Nenn mich einfach Doktor. Ich bin schon gespannt darauf zu sehen, wie es in deinem Kopf aussieht. Lassen Sie mich in Frieden. Ich will wieder nach Hause. Das geht nicht. Du wirst nie wieder nach Hause können. Lassen Sie mich in Ruhe. Bitte.